Hallo zusammen, Maya3007 hier und herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem September und dem Oktober 2018. Da ich im November nur 3 Bücher gekauft habe, habe ich mich entschlossen, die Neuzugänge der beiden Monate zusammenzufassen, da mir klar war, dass ich im Oktober wieder ein bisschen mehr zuschlagen möchte. Jetzt kommen wir erstmal zu den 3 Büchern, die im September bei mir eingezogen sind. Das war zum einen Madame le Commissaire und die tote Nonne. Band 5 dieser Reihe, ich bin schon sehr neugierig drauf, da werde ich heute noch zu lesen beginnen. Dann ist bei mir eingezogen Christiane Franke, Mord zwischen Wind und Wellen, der 10. Fall für Oda Wagner und Christine Cordes. Das Buch habe ich mittlerweile auch schon gelesen, es hat mir gut gefallen. Ein richtig schöner Küstenkrimi mal wieder. Dann, Rettungsgasse ist kein Straßenname von Jörg Nieden. Auf das Buch bin ich zufällig beim Stöbern auf Amazon aufmerksam geworden und da war mir klar, das musst du dir holen. Denn ich habe ja von Herrn Nieden schon die beiden Bücher Schauen Sie sich mal diese Sauerei an und Die Sauerei geht weiter gelesen. Dieses Buch kann leider, meiner Meinung nach, nicht ganz mithalten mit den Vorgängern, aber es sind trotzdem wieder schöne und unterhaltsame Geschichten aus dem Rettungswesen. Dann kommen wir jetzt zu den Büchern, die im Oktober gekommen sind. Es waren zum einen 2 Rezensionsexemplare vom Emons Verlag, einmal Willibalds Ruh von Richard Auer, das Buch habe ich euch ja auch schon rezensiert. Der neueste Fall für Mike Morgenstern. Morgenstern darf diesmal auf dem Lande ermitteln. Das Buch hat mir gut gefallen. Und dann Heumilch von Jutta Mehler. Fanny Roth und der Bikern. Und sie muss ja diesmal beim Elefantentreffen ermitteln. Auch das hat mir recht gut gefallen, das Buch. Dann ist ein lustiges Buch bei mir eingezogen. Toni Lauerer, Mai bin ihr Depp. Toni Lauerer ist ein Kabarettist hier aus meiner Gegend. Und ich lese seine Bücher richtig gerne. Denn er sagt einfach gerade raus, wie es ist. Und er schaut den Leuten richtig schön auf den Mund. Das gefällt mir immer, der Humor. Da freue ich mich auch total drauf. Dann war ich ja im Urlaub in Berlin. Da habe ich mir ein Buch gekauft, nämlich Jeanette Benatti, Helen Butters, Frances Davis und Nikki Doeg. 4 Freundinnen, ein Boot. 5500 Kilometer im Ruderboot über den Atlantik. Auch auf dieses Buch bin ich wahnsinnig neugierig. Es wird bald mal gelesen. Denn so interessante Erlebnisberichte lese ich ja auch immer wieder mal sehr gerne zwischendrin. Dann haben wir Natascha Korsakowa, Tödliche Sonate, ein Fall für Kommissario Di Bernardo. Habe ich ja bei den Neuerscheinungen im Oktober gesagt, dass ich mir das Buch holen möchte. Hier ist es. Es ist ein ordentlicher Klopper. Auf 54 Seiten ungefähr. Und ich bin sehr gespannt. Und freue mich auch, lesetechnisch mal wieder nach Rom reisen zu können. Und last but not least, Marta Donato, Flucht über den Brenner. Ein Italien- und Bayern-Krimi. Der 3. Fall für die Kommissare Fontanaro und Breitwieser. Da habe ich mich schon sehr lange drauf gefreut. Aus dieser Reihe sind ja bisher Veronese Finale und Tod am Gardasee erschienen, was mir ja beides sehr gut gefallen hat. Dieses Buch habe ich mittlerweile auch schon ausgelesen und auch das war wieder ein richtig schöner Krimi mit den beiden Kommissaren. Das waren jetzt also meine Neuzugänge. In den nächsten Tagen werde ich euch dann noch meinen Lesemonat drehen. Also seid dann schon mal gespannt drauf. Bis dann, Maya3007.